eher so kleine Granaten, die sie finden. Von da nach da, und zwar unter dem hier. Ein Tunnel unter der Weser soll die Lücke in der A281 im Bremer Norden endlich schließen. Eine Aufgabe für absolute Fachleute wie Andreas Böttiker zum Beispiel, die den Überblick behalten und viele Details beachten müssen. Hier der Bauabschnitt 4, Baugrundverbesserungen. Wir sind bei hier in dem zweizelligen Querschnitt, ein Planfeststellungsbeschluss. Aber was ist der konkrete Stand und was sollte man wissen? Zum Beispiel, wann ist der Tunnel fertig, Herr Böttiker? Wir gehen davon aus, dass der Rohbau bis 2028 abgeschlossen sein wird. Danach folgt noch eine Phase der Tunnelausstattung, die sicherlich dann nochmal ein, zwei Jahre dauern wird, sodass wir eigentlich von einer Fertigstellung ungefähr 2030 ausgehen. Was ist die größte Herausforderung? Die Herausforderung besteht eigentlich darin, den Absenktunnel zu bauen. Wir haben ja die glückliche Situation, dass wir eine Fertigungsstätte nun im Bremerhaven gefunden haben, in der ehemaligen Lloyd-Werft. Und diese Tunnelelemente dort zu produzieren, hier an die Einbaustelle zu bringen und fachgerecht abzusenken und zu einer Tunnelkette zu verbinden, wird sicherlich die größte Herausforderung sein. Wie laufen die Arbeiten zurzeit? Mit der Beauftragung des Rohbaus sind wir jetzt eigentlich gut im Zeitplan. Wir beginnen planmäßig mit den Baugruben. Wenn dann die Baugrube eröffnet ist, beginnen wir mit dem Tunnel der offenen Bauweise und im Kernstück eben mit dem Absenktunnel, wo die Tunnelelemente vorgefertigt werden. Aber da gibt es im Moment noch keine Verzögerung. Was kostet das Ganze am Ende? Ja, in der Summe reden wir sicherlich über 1 Milliarde Euro.